Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Enclave. Beim letzten Mal waren wir hier im Dorf Celadia unterwegs und haben dem Händler Markus so ein bisschen bei seinen Unternehmungen geholfen. Aber wir mussten leider feststellen, dass seine Waren gestohlen worden sind und die noch nicht wieder aufgetaucht sind. Deswegen schickt er uns jetzt hier in diesen verlassenen Tempel, denn im verlassenen Tempel haben sich die Diebe wohl irgendwie versteckt. Und da werden wir wahrscheinlich auch die Waren finden. Deswegen gehen wir da jetzt mal hin und mischen die so ein bisschen auf. So. Ich würde sagen, diesmal nehme ich wirklich die Jägerin und probiere mal ein bisschen aus, mit der zu kämpfen und zu spielen. Und ich muss aber erstmal überlegen, was ich mache. Also wir haben jetzt 600 Gold insgesamt. Das heißt, theoretisch könnte ich mir eine leichte Rüstung leisten. Aber dann habe ich nur noch 100 Gold übrig für den Rest und das ist ein bisschen dämlich. Dann könnte ich mir einen Kurzbogen mit ein paar Pfeilen und einen Langdolch nehmen. Das ist irgendwie nicht so toll. Deswegen verzichte ich erstmal nochmal auf die Rüstung. Und schau mal, ja, was ich nehme. Also den Langdolch können wir nur noch nehmen. Bögen haben wir jetzt 9, den Langbogen. Etwas langsamer im Gebrauch als der Kurzbogen, jedoch genauer und tödlicher. Schauen wir mal, haben wir noch eine neue Armbrust zur Verfügung? Nee, da haben wir noch die Zwergenarmbrust. Dann würde ich sagen, rüsten wir da mal ein bisschen mit Bolzen auf. Ich gehe mal auf 120 Bolzen. Wir nehmen natürlich den Langbogen, denn das Gold haben wir. Gehen da auf 120 Pfeile. Feuerpfeile. Ich will mal gucken, dass ich auf jeden Fall einen Heiltrank mitnehme. Schauen mal. Ach, der kostet... Okay, vergesst das. Der kostet 150. Ich möchte nicht auf Bolzen oder so verzichten. Dann nehmen wir 240 Pfeile mit. Und ja, 30 Feuerpfeile. Wie kosten denn die anderen? Habe ich noch 25 übrig. Oder? Kann ich gerade nicht rechnen. 60 plus... Ja, 85 minus 60 sind 25. Kann ich mir für die 25 noch irgendwas Schönes dazu nehmen? Nee. Das ist irgendwie doof. Na gut. Dann nehmen wir mal irgendwie so 10 Distanzpfeile mit und 10 Granatenpfeile. Dann haben wir zwar noch 5 Gold übrig, aber das soll mich jetzt nicht weiter stören. So. Hoffen wir mal, dass wir damit gut klarkommen. Ein lange vergessener Tempel. Markus hatte recht. Die Banditen der Dregata haben sich mit seinem Schatz im alten Tempel in der Nähe des Dorfes verschanzt. Du musst einen Weg finden, in den Tempel zu gelangen und den Schatz zurückzuholen. Na, jetzt ist es sogar ein Schatz. War das nicht beim letzten Mal noch Waren? Wie auch immer. Der verlassene Tempel. Finde den Schatz von Markus, dem Händler. Markus muss überleben. Ja, das ist relativ einfach. Reingehen, Schatz finden und wieder rauskommen, möglicherweise. So, hast du uns noch was zu sagen? Du musst meine Schätze finden. Ich vermute, dass die Banditen sie irgendwo da drinnen versteckt haben. Die Situation wird immer verzweifelter. Und Seelenheim braucht dieses Gold. Oh, das ist ja schon ein Goblin. Na gut. Dann nehme ich mal die Armbrust, denn das ist eine Zwergenarmbrust. Die hat die schöne Angelegenheit. Ihr seht, die hat, man kann es ja einigermaßen erkennen, sie hat quasi zwei Sehnen gespannt, deswegen auch das Kreuz. Das heißt, wir können zwei Pfeile abschießen, bevor, oder zwei Bolzen besser gesagt, bevor wir nachladen müssen. Was eigentlich ziemlich cool ist. Ich glaube, ich kann bei Hand gar nicht nachladen. Wir haben mal ein paar Pfeile. Na. Ein toter Goblin ist ein guter Goblin. Zumindest auf der Seite des Lichts. Auf der Seite der Finsternis natürlich eher weniger. Ne? Die schießen von da drin schon auf uns nach draußen. Das ist natürlich nicht so schön, aber... Ey, der hat ja gar nicht getroffen. Na. Ja, wenn ich jetzt nach vorne gehe, kommt er wahrscheinlich raus. Ich will versuchen, den von hier aus so ein bisschen zu erledigen. Aber es klappt irgendwie nicht. Na gut, dann komm mal raus, mein lieber Goblin-Freund. Oder bleibst du drin? Hallo. Ich wusste es doch, dass du rauskommst. Oh, der hält aber viel aus. Sehr schön. So. Einmal noch schießen, um nachzuladen. Aber ich habe bisher noch kein Gold gefunden. Das ist irgendwie ein bisschen doof. Kein Heiltrank. Nur noch mehr Pfeile. Toll. Aber das ist eine andere Art von Pfeil, ne? Vielleicht soll ich mal das hier ausrüsten. So. Wechsle ich den Pfeiler. Sehr gut. Dann sind das die Distanzpfeile. Damit können wir, wie man sehen kann, einfach so gut zielen. Und näher ranzoomen. Brandpfeile. Achso, ich lade gerade jede Menge Brandpfeile auf. Ja gut, Brandpfeile können wir halt... Brandpfeile schießen, haben wir schon gesehen.
Granatenpfeile explodieren halt. Wie auch immer. Ich werde erstmal die normalen Pfeile nehmen. Das geht nicht auf. Ich habe bisher noch nie herausgefunden, was es mit dieser komischen Gruft auf sich hat. Ich glaube, das ist irgendwie hängt irgendwie mit einem Easter Egg zusammen, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Deswegen lassen wir das einfach sein. Wir brauchen das nicht, um das Spiel durchzuspielen. Und vor allem brauchen wir das nicht, um 100% des Golds zusammen. Das sieht irgendwie so aus, als könnte ich den kaputt machen. Als könnte ich das abbrechen. Nicht? Doch. Wusste ich's doch. Kann ich jetzt da rein, wenn ich das Kreuz kaputt gemacht habe? Schauen wir mal. Ich kümmere mich erstmal um den Goblin. Hoffentlich. Na komm. Die schönen Fenster. Aua. Hallo, wollt ihr nicht mal irgendwie hier hochkommen, dass ich genauso... Genauso. Na, das hat es jetzt irgendwie nicht gebracht. Na gut. Ich werde mir mal den Dolch schnappen und da reingehen. Erst probiere ich das hier nochmal aus. Ich kann gar nichts mehr machen. Oh, was ist das? Geister? Hallo? Das ist mir noch nie passiert. Ja, cool. Es ist also wirklich ein Easter Egg. Schön. Geisterköpfe. Wenigstens greifen sie uns an. Ich glaube, ich kann sie auch nicht verletzen, oder? Nee. Na gut. Ja, ist ein bisschen gruselig. Markus, kümmere dich gar nicht um die Geister da drüben. Die greifen dich, glaube ich, nicht an, solange du nicht versuchst, in ihre Krypta einzubrechen. So, jetzt kümmern wir uns erstmal um dich hier. Stirb! Stirb! Na, vielleicht sollte ich nicht im Nahkampf mit dir da rangehen, aber das ist halt gerade irgendwie angenehmer. So. Da oben ist noch einer, ne? Sehr gut. Du wirst erstmal sterben. Irgendwie macht das nicht so wirklich Schaden. Vielleicht sollte ich lieber die Armbrust nehmen. Damit komme ich besser klar. Die muss ich nicht erst aufziehen, die macht viel Schaden. Der Bogen hat halt den Vorteil, dass ich da viele Pfeile auf einmal mit verschießen kann. Was durchaus auch seinen Sinn haben kann, aber irgendwie komme ich damit nicht so richtig zurecht. Das ist irgendwie nicht meine Spielweise. Deswegen die Armbrust ist, glaube ich, ganz gut. Da haben wir auch genug Bolzen für. Ah, ich kann so nachladen per Hand. Auch sehr gut zu wissen. Da war gerade so ein komischer Schatten. Aber das sollten alle Goblins gewesen sein. So. Hier haben wir eine Tür. Die geht nicht auf. Und wir haben ja auf dem Boden so ein bisschen was. Ne, das macht uns Schaden. Aber wir haben so ein Muster. Ich würde sagen, gehen wir das Muster einfach mal ab. Man sieht, die Dinger gehen runter, also ist das schon die richtige Strategie. Ich sollte bloß nicht in die Mitte rankommen. Das Schwarz, da gehe ich am besten einmal rum. Grün, Rot, nochmal Rot, Grün und als letztes Blau. So. Jetzt kann ich hier drauf gehen und die Tür aufmachen. Sehr gut. Oh. Sehr gut. Oh, oh Schande, eine... Oh, cool. Ich wollte gerade sagen, Schande, eine Zauberin. Aber die ist in irgendeine Falle im Tempel reingelaufen. Das ist natürlich dämlich. Eigentlich sollte sie ja wissen, wo die Falle ist, weil sie sollte sie eigentlich selber aufgestellt haben, vermute ich jetzt mal. Aber, na gut, dann müssen wir uns um sie nicht mehr kümmern. Ja, man hat es gesehen, hier sind Pfeile geflogen. Von links nach rechts, weil sie auf eine von den Platten gegangen ist, oder auch nicht. Ich glaube, die können wir gar nicht mehr auslösen, weil sie schon ausgelöst wurde durch die Zauberin. Ha, cool. Sehr schön. Ja, so kann man sich auch Fallen entledigen. Oder auch nicht. Ja. Oh, hallo. Ach, Headshots sind schon eine schöne Angelegenheit, oder? Ja. Na, wer bist du denn? Eine Druidin. Tja, wir können jetzt freilassen. Genau. Wie die doch mal gekreuzigt hat. Ich stehe in deiner Schuld. Ja, sie steht jetzt in unserer Schuld. Und das Schöne ist, sie wird jetzt rausgehen zum Händler Markus und uns ab der nächsten Mission zur Verfügung stehen. Das heißt, damit haben wir unseren ersten magisch begabten Charakter. Was eigentlich ziemlich cool ist. Finde ich zumindest. Na, du brauchst einen Schlüssel, um dieses Tor zu öffnen. Dann werden wir den Schlüssel mal suchen. Ah, ich wusste doch noch, dass da oben eine drin hockt. Eine Assassinen-Novize. Hör mal auf, dich zu bewegen. Du bist noch ein Novize, du darfst nicht ausweichen. Naja, wisst ihr was? Ich glaube, da nehme ich tatsächlich mal den Bogen und lade einfach alles auf. Nachdem ich einen Heiltrank getrunken habe. So. Einmal bitte Pfeile.
Und wenn das nicht funktioniert, dann setze ich halt oben alles in Brand mit meinen Brandpfeilen. So. Komm her. Na, das hat's irgendwie... Oh, das ist ja noch eine. Das hat's irgendwie nicht so gebracht. Dann halt einfach so mit Pfeilen spicken. So. Da war doch gerade jemand. Ach, die Zwergermus finde ich einfach so gut, dass ich zweimal schießen kann, ohne nachzuladen. Das ist super. Hallo. Oh, oh. Dich haben wir doch schon mal gesehen, oder zumindest einen Kollegen von dir. Der hat die Invasion der Festung des Vorpostens angeführt. Und ich treffe überhaupt nicht. Lalalala. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Der sollte uns besser nicht treffen. Oh. Aber der hat auch nicht besonders viel drauf. Wenn man ihn denn mal trifft, ne? Also das wäre eine gute Voraussetzung für mich, wenn ich ein bisschen zielsicherer wäre. Aber nun gut. Ja, die Treppe stürzt ein. Das Stück sollte auch einstürzen. Er schießt auf mich. Ich sehe dich genau. Na? Ja, natürlich. Meine Pfeile kommen nicht durch. 9 Schaden, das war ein Headshot. Na. Komm her. Put, 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 put. Put, put, put. Wo ist der hin? Okay, er ist weg. Ich glaube, er ist da hinten in den Abgrund gefallen. Und ich hoffe, er hatte kein Geld bei sich, weil dann haben wir ein Problem. Weil dann können wir das Geld nicht mehr haben. So, die Truhen machen wir mal auf. Und noch mehr Geld. Ja, das ist ein Geldsack, den ich früher immer übersehen habe, weil ich nicht dran gedacht habe, diese blöden Truhen aufzumachen. Weil ich dachte, ja, die sind ja nur zur Deko, die kann ich sowieso nicht aufmachen. Aber man kann sie eben doch aufmachen. Und wenn man das nicht weiß, tja, dann findet man kein Gold. Und die 200 Gold, die wir hier kriegen, können wir schon sehr gut gebrauchen. Dann können wir in der nächsten Mission eventuell sogar schon eine leichte Rüstung für uns kaufen. Hm. Hier war nichts mehr, ne? Ja gut, dann schließen wir mal das Tor auf. Und schauen, was uns da erwartet. Lalalalalala. Keine Assassinen irgendwo im Gebälk. Das ist schon mal gut. Und ein Berserkerschläger. Den ich mal wieder nicht treffe. Oh, jetzt stand er so schön still. Ich schieß einfach in die Körpermitte. Hauptsache, es macht irgendwie Schaden. Lalalalala. Du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Oh, das war ein Headshot. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gut. Dann wollen wir uns mal anschauen, was wir hier noch so finden. Ist noch jemand da? Hallo? Ja, hier war gerade eben der andere Ork. Der war hier. Und der ist anscheinend darüber gelaufen. Ja, ich hatte nicht Angst, dass er da runterfällt. Genau wie dieser Goblin jetzt. Und ich hoffe wirklich, dass er kein Gold bei sich hatte. Doch, hatte er. Nein! Nein, das kann doch nicht wahr sein. Da unten ist Gold. Aber wenn ich das nehme, sterbe ich. Und dann ist Game Over. Mission gescheitert, du bist gestorben. Versuchen wir das nochmal erneut. Im Schnelldurchlauf. Ja, ja, bla bla bla, das kennen wir ja schon. Kann ich das skippen? Dankeschön. Von dir will ich gar nicht hören, was du sagst. Ich vermute, dass die Banditen sie irgendwo. So, du stirbst erstmal. So, sehr gut. Um euch da drin kümmere ich mich, wenn ihr rauskommt. Na komm. Put, 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 put. Ich kümmere mich erstmal um das Easter Egg, das will ich nochmal aktivieren. Vielleicht bringt das ja noch irgendwas. So, jetzt kann ich nichts mehr machen. Dann einmal den Grabstein zerstören. Und jetzt nochmal aktivieren. Jawohl. Easter Egg. Haha, sehr cool. So, dann schauen wir mal, was wir hier drin alles finden. Na, irgendwie sieht der hier... Ah, das ist ein Goblin-Krieger. Kein Wunder, dass der ein bisschen stärker aussieht. Aber wenigstens kümmern die sich nicht um Markus, sondern nur um uns. Ah, ich sollte einfach weiter Dauerfeuer machen, ohne wirklich zu zielen. Das macht irgendwie mehr Schaden als alles andere. Na komm. So, und da hinten war doch bestimmt auch noch einer oben, oder? Nee, da war keiner. Na gut, dann wollen wir das nochmal machen. Grün, blau, gelb, blau, gelb, blau. Dumm-di-dum-di-dum. Rot, da kann ich gleich stehen bleiben. Und das letzte war blau. So, ich hoffe, die Zauberin löst wieder die Falle aus. Achso, ich muss noch das hier aktivieren. So, du stirbst.
Und du bitte. Oh nein, oh nein, oh nein. Jetzt hat er auch die Falle ausgelöst und nicht die Zauberin. Ah, Hilfe. Okay, du musst erstmal sterben. So, und du. Ah, Gott. Oh, cool. Sogar ein Headshot. Ja, aber ihr seht, die hat einen Gifteffekt auf mich gezaubert. Und ich habe keinen Trank. Also die können sehr, sehr viel Schaden machen in kürzester Zeit. Und besonders auf der schweren Schwierigkeitsstufe ist das mal überhaupt nicht zu unterschätzen. So, da war ein Ork. Ja, genau. In dem Moment, in dem ich auf dich ziele, rennst du. Bleib mal stehen. Stirb. Sehr gut. Du bist frei und den Heiltrank trinke ich sofort. So, du da oben hast mir doch auch einen Heiltrank liegen lassen, oder? Sehr gut. So. Ja, ja, du bist die Beste. Soll mir ruhig egal sein, ob du jetzt die Beste bist oder die Bestie. Genau, ignoriere mich einfach. Hallo? Hör's mal auf, meinen Pfeilen auszuweichen. Wir sind hier nicht in der Matrix, ja? Wir haben keine Bullet Time. Oh ja, genau, der Berserker. Den hatte ich ganz vergessen. Ich sollte vielleicht ein bisschen mit meinem Bolzenhaus halten. Und mir fällt auch gerade auf, dass ich die Bolzen oder Pfeile von hinter den Gräbern nicht mitgenommen habe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. So. Ist auch ein Trank, sehr schön. Ja, komm. Sehr gut. Ich gehe nochmal schnell raus und versuche diese Falle nicht zu aktivieren. Um mir diese Pfeile noch zu holen und Bolzen, weil wenn das Bolzen sind, dann kann ich die sehr gut gebrauchen. So. Einmal das. Und das waren schon mal Bolzen, sehr gut. Und einmal das. Das sind Pfeile. Jawohl. Gut, 20 Bolzen waren das jetzt, glaube ich, oder so. Oder 25. Ich habe nicht genau drauf geachtet. Auf jeden Fall ein bisschen was, was schon sehr nützlich ist. Ich habe die Pfeile vergessen. Die Falle. Ja, weil das Pfeile sind und eine Falle. Schlechter Wortwitz, ich weiß. So, und du springst jetzt da nicht runter. Du wirst sterben, bevor du die Chance dazu hast. Nein, nein, nein. Stirb, stirb, stirb. Du sollst sterben. Sehr gut. So, das Gold ist schon mal sicher. So ein Ärger, ey. So, das Gold nehmen wir auch wieder mit. Na komm. Nimm. So, hier war nichts. Dann können wir jetzt wieder schnell dahin gehen, wo wir gerade eben waren und weitermachen. Das ist einfach sehr ärgerlich gewesen, dass der Ork da runtergesprungen ist. Manchmal ist die KI einfach ein bisschen dämlich. Ihr habt gesehen, der andere Goblin, der da auf der gegenüberliegenden Seite von der Brücke stand, der ist ja auch einfach über die Brücke gelaufen und sie ist eingestürzt. Wobei, das könnte tatsächlich sogar gewollt gewesen sein. Wo habe ich eigentlich so viele Bolzen? Habe ich gerade wieder welche eingesammelt? Ja, genau. Lauf in die Heilquelle rein. Mistkerl. Na, weg, 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 weg. Lad nach, lad nach. Genau, bleib stehen. Was machst du? Mein Gott, was für ein Stress. Ich habe schon wieder nur 88 Pfeile. Gerade eben hatte ich 104. Der hat mich einfach zu viele Bolzen gekostet. Und ich sollte wirklich aufpassen, dass ich das Richtige sage. Also Bolzen oder Pfeile. Weil eigentlich die Armbrust verschießt nun mal Bolzen. So, jetzt kümmere ich mich erstmal hier mit den beiden. Genau, du fällst da runter. Was aber nicht weiter schlimm ist, weil du ja offensichtlich kein Gold dabei hattest. Sonst würde man das sehen. Das haben wir ja gerade eben festgestellt. Dann kann ich mich jetzt erstmal darum kümmern, was hier hinter ist, wenn ich da überhaupt hochkomme. Nimm ich noch mehr Gold. Ach, ist das nicht schön. Wie komme ich jetzt hier wieder weg? Hallo. Sehr gut. So, was haben wir denn da noch? Ein Schlüssel. Und eine Heilquelle. Na, sehr gut. Und noch ein bisschen Gold und das war's. Schade. Aber diese Heilquelle ist gut, die müssen wir uns merken. Ja. Ich habe übrigens festgestellt, im letzten Level im Dorf Celadia hatten wir ja Checkpoints. Und ich war etwas überrascht, dass da Checkpoints sind, weil ich mich nicht an Checkpoints erinnern konnte. Und ich glaube, das liegt daran, dass ich halt auf schwer gespielt habe und es auf schwer einfach keine Checkpoints gibt. Ja. Was es halt natürlich dementsprechend schwer macht, weil wenn man dann stirbt, muss man von vorne anfangen. Wobei ich mir hier natürlich auch einen Checkpoint wünschen würde. Und dieser Goblin ist so klein, dass ich ihn nicht treffe. Mistvieh.
Was war eigentlich da hinten, bevor ich mich jetzt um diese Assassinen kümmere? Ein Gegner. Oh, da ist sogar ein bisschen Gold dabei, das ist schön. Ich glaube, ich gehe erstmal da links weiter. Ich habe dunkle Erinnerungen an diesen Level. Und ich möchte natürlich erst die Sackgassen erforschen, bevor ich mich darum kümmere, wo es weitergeht. Ein Schattenassassin ist das sogar. Na komm. Jetzt stirb doch endlich. Dankeschön. Das klang gerade irgendwie nach Granate. Aber ansonsten ist hier nichts mehr, ne? Du hattest nur ein bisschen Gold dabei. Und das war's. Diese Wand hier sieht irgendwie einbruchgefährdet aus. Ha, cool. Das gefällt mir ganz und gar. Das wusste ich gar nicht, dass das geht. Ja, hier unten werden wir sowieso lang gekommen. Hallo, Goblin. Ey, du darfst nicht einfach gehen. Ey, bleib stehen. Komme ich doch nicht aus überhaupt rein? Ja, komme ich. Na, bist du hin? Ich kann dich so niedrig zielen. Ah, das gibt's doch nicht. Ja, genau, geh mal dahin. Wo ist er hin? Ich habe das Gefühl, er kommt gleich hier um die Ecke. Ah, shit. Das war nicht geplant. Hey, eine Kiste. Gold. Geil. So, Goblin. Da bist du. Lass mich in Ruhe. Na, wenigstens haben wir jetzt einen Checkpoint. Das heißt, wenn wir wieder sterben, können wir hier wieder anfangen. Müssen nicht den ganzen Mist von davor nochmal machen. So. Ja, da sind die Waren von Markus. Man sieht schon diese glänzende Schatztruhe. Aber ich möchte erst nochmal den Rest erforschen, denn ich weiß, was passiert, wenn ich da reingehe. Man hat es da unten auch schon kurz gesehen, was da für ein Gegner war. Ich möchte aber erstmal hierhin. Gibt es nämlich noch eine Kleinigkeit. Dafür braucht man den Schlüssel, denn da ist eine Karte. Du hast eine Karte mit dem Weg zum verbotenen Utgard gefunden. Ja, das ist ein Bonuslevel, den wir nur freischalten, wenn wir diese Karte finden in diesem Level. Und den werden wir dann mal zwischenschieben. Das nächste Mal. Ein Löwe. Cool. Aber es macht mir ein bisschen Angst, dass die Löwenhöhle mal da rein haben. Ich hoffe, da kommen nicht noch irgendwelche Löwen auf uns zu. Na gut. So, da hinten sind Skelette. Man sieht's schon. Ich habe eigentlich keine Lust, gegen sie zu kämpfen. Man sieht auch schon, da unten sind irgendwie Stacheln drin. Das heißt, da sollten wir ein bisschen aufpassen. Und ich gucke jetzt mal, dass ich einmal versuche, mit den Granatenpfeilen da irgendwie reinzuschießen. So, das sollten die Granatenpfeile sein. Ich kann leider nicht mehr ausrüsten. Und ich schieße mal einfach dahin. Oh, das war sogar relativ effektiv. Cool. Coole Sache. Vielleicht sollte ich mehr mit Granatenpfeilen arbeiten. Na? Wollt ihr mich gar nicht verfolgen? Haha. Komm noch her, komm noch her! Na, verdammt, daneben. Sehr cool. Hätte ich das mal früher gewusst. Ist ja doch eigentlich ziemlich cool, die Jägerin. Ha. Na gut. Ich bleib aber erstmal wieder bei der Armbrust. Ah! Ich wusste es doch. Ich wusste, dass da irgendwas passiert. So, schauen wir mal, was da drin ist. Noch mehr Gold. Gold, 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 Gold. Aber wir haben irgendwie noch ein bisschen wenig Gold, ne? 95 von 200. Na, die sammle ich noch nicht ein. Aber, was ich mal mache, ich kann den Sarkophagus hier aufmachen. Und, ha, 50, 50 und 5. Damit sollten wir, tja, 200 von 200 haben. Sehr schön. Den Sarkophagus kann man natürlich auch übersehen. Und dann wundert man sich, wo ist denn noch das restliche Gold? 105 Goldstücke mal eben so, die ich übersehen haben muss? Hm. So, wir haben Markus' Schatz gefunden. Und genau deswegen habe ich den noch nicht aufgesammelt. Ja, jetzt haben wir ein kleines Problem, denn jetzt kommen hier Gegner, die uns so ein bisschen an den Kragen wollen. Ah, schön, dass du da bist. Schön, dass du dich ankündigst vor allem. Du bist, ja, Assassin-Novize, man merkt's. Du willst noch voll beeindrucken. So. Aber damit hast du wohl mit deinem Leben bezahlt. Hier komme ich nicht zufällig wieder hoch, oder? Ich glaube nicht, nee. Schade. Na schön, na schön, na schön. Dann schauen wir mal, dass ich hier... Na, vielleicht sollte ich mit den Granatenpfeilen mehr arbeiten. Solange ich noch welche habe, dann sollte ich sie auch nutzen. Denn die waren ja nicht gerade billig. 10 Pfeile, so viel Geld? Hm.
Ich guck mal schnell noch um die Ecke, ob da nicht noch jemand auf mich lauert, der dann mir in den Rücken fällt. Aber das sieht eher nicht so aus. Na gut. Ich will nicht hier rüber. Das hat irgendwie noch so den Eindruck von Sicherheit. Hier kommen keine Gegner rüber, aber ich muss wohl. Oh shit, oh shit, oh shit. Wow. Die sind wirklich sehr effektiv. Na, für den... Ich wollte gerade sagen, für den Goblin verschwende ich das nicht. Aber ich habe es wohl doch verschwendet. Und nein, warum trinke ich denn einen Heiltrank? Hier ist doch diese blöde Heilkölle. Aber wir haben 3 Heiltränke, das ist mehr als genug. Das glitzert nur. Das sah gerade so aus, als würde da noch was drin liegen. Aber cool, dann können wir jetzt hier hoch. Und ich wette, da wartet die Zauberin auf uns. Die haben ja noch gesehen, dass die da irgendwo ist. Erstmal noch ein kleiner Goblin. Der erstmal die Falle auslöst, weil er irgendwie ein bisschen dämlich ist. Ah, oh, da ist noch ein Ork. Kann ich dich von hier aus treffen? Jawohl. Hat aber leider nur 9 Schaden gemacht. Na komm. Haha. So, und jetzt rüste ich mal lieber doch wieder den Bogen aus. 2 Granatpfeile noch übrig. Denn ich habe Angst vor der Zauberin. Ja, toll. Jemand mit Bomben. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Lass mal die Fa... Ah, da ist sie. Da ist sie. Da war sie. Wieso hast du eigentlich die Fallpfalle... Die Pfalle nicht ausgelöst, hä? Du blöder Ork. Ey, warum ist die Tür zugegangen? Kriege ich die wieder auf? Ah, ich vermute mal, wenn ich da hochgelaufen wäre von der anderen Seite, dann wäre die einfach zugegangen und ich hätte mir gedacht, toll, wo geht's jetzt weiter? Aber wir sind hier direkt den Weg mit den Kisten lang gegangen, wo der Berserker durchgestürmt ist. Na, keine Gegner mehr? Dann schießen wir einfach mal nochmal die Fenster kaputt, weil wir es können. Ist ein böses Mädchen. So, die letzten beiden irgendwie mit Pfeilen. Aber nicht mit den, Brandpfeilen. Ja, genau. Brandpfeile sind eine gute Idee. Die haben wir noch nicht abgefeuert. Und vielleicht können wir den ganzen Tempel noch in Brand stecken. Yay! Toll, ne? Passiert irgendwas, wenn ich euch in Brand setze? Greift ihr mich dann an? Hä? Greift ihr mich dann an? Ich kann tatsächlich auf die zielen. Cool. Habe ich einen getötet? Nee, sind immer noch alle da. Aber ich kann auch sonst nichts machen, ne? Ich kann die auch im Nahkampf nicht angreifen. Nee. Die fliegen jetzt einfach um ihre brennende Krypta rum. Ja, cool. Aber das ist auch das erste Mal, dass ich dieses Easter Egg aktiviere. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber ich glaube, wir haben lang genug gespielt. Vor allem, da ich ja das Ganze nochmal machen durfte. Deswegen beenden wir den Level einfach mal. Danke für deine Hilfe. Dadurch hast du mir und Zelenheim großen Ärger erspart. Aber du musst noch etwas viel Wichtigeres erledigen und die Zeit wird langsam knapp. Ich habe gehört, dass die Dregatar schon sehr bald Zelenheim belagern wollen. Ich hatte noch keine Zeit, die Königin zu informieren. Die Streitkräfte der Enklave werden den Dregatar nichts entgegenzusetzen haben. Sie werden von ihnen aufgerieben und versklavt werden. Aber wir haben noch einen Funken Hoffnung. Es gibt die Legende von einem Volk, das hinter den Outlands lebt. Die Ahnen von Meckelon. Das heißt, sie wären Freunde Zelenheims gewesen, bevor die Kluft entstand. Wenn du sie erreichen kannst und überzeugst, uns zu helfen, könnte dies unsere Rettung sein. Irgendwie bist du ein bisschen egoistisch, oder? Du schickst uns dem Schatz hinterher, obwohl eine viel größere Bedrohung ansteht. Naja. Von den Leuten aus Meckelon haben wir im Intro schon mal gehört. Also falls ihr das vergessen habt, könnt ihr das nochmal angucken. Die wollten ja den Leuten von der Enklave helfen. Aber leider kamen sie an und der Riss ist entstanden, wodurch die Enklave erst von den Outlands abgetrennt wurde. Und sie sind dann zurück nach Meckelon gekehrt. Ja, und die sollen wir jetzt aufsuchen. Mission geschafft. 200 von 200 Goldstück gefunden. Das ist schon mal sehr schön. Für die Wiederbeschaffung seines Schatzes wirst du von Markus Reicht beschenkt. 200 Goldstück als Belohnung erhalten. Ja, geil. Damit können wir uns auf jeden Fall mal eine Rüstung leisten. Es wurde eine neue Mission freigeschaltet. Die geteilte Stadt. Und ein neuer Charakter freigeschaltet. Die Druidin, habe ich ja schon angekündigt. Und die Mission, die wir gefunden haben. Gegen die Finsternis 1 im verbotenen Utgard. Tja.
They had won the battle against the Outland Raiders and driven them from Selenheim's soil. And victory was sweet upon their tongues as they set out upon the perilous journey before them. This was their chance to redeem themselves and aid their people. But so many things were unknown, unexplained. Who were these ancestors that Marcus spoke of? Why had Queen Islandale not sent for them before now? Without time to confer with the Queen, they began. They would have to cross the vast expanse of the dreaded Outlands and find these mysterious people who might be able to help. Yet not even Marcus seemed certain that the ancestors still existed, or how they would receive visitors if they did. As the sun descended, they came to the divided city. Once magnificent and proud, the rift had reduced it to nothing more than crumbled buildings and jagged rooftops. Now, as one of the only places where it's possible to cross the rift, dark and twisted shapes await those who wish to traverse it. Ich habe nach wie vor keine Ahnung, warum die auf Englisch sind, aber naja, ich kann leider nichts daran ändern. Ja, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, einmal das verbotene Utgard und dann die geteilte Stadt. Ist natürlich lustig, dass das verbotene Utgard da draußen liegt und wir erst ins verbotene Utgard gehen können, um danach wieder zurück in die Enklave zu gehen, um dann über die geteilte Stadt wieder nach draußen zu gehen, in die Outlands. Ja, macht irgendwie nicht so viel Sinn, aber wir können das in jeder beliebigen Reihenfolge machen, also wir müssen nicht erst die geteilte Stadt machen. Ja, vielleicht hätten sie die Karte eher in der geteilten Stadt verstecken sollen. Aber wie auch immer, beim nächsten Mal sehen wir uns dann hier wieder. Und zwar werde ich erstmal das verbotene Utgard machen, wie schon angekündigt. Denn damit können wir noch ein bisschen unser Gold aufstocken, was uns in der geteilten Stadt sehr, sehr nützlich sein wird. Ja, ich hoffe, so langsam nimmt das Spiel auch für euch ein bisschen an Fahrt auf. Jetzt hat es ja ein bisschen länger gedauert, einfach weil ich dem Gold hinterhergehechtet bin in den Abgrund. Ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei und hattet viel Spaß. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut!